Tag! Na? Alfred? Seal ist auch da. Hallo! Hallo! Ja! Da sind wir wieder. In The Crew 2. Mal wieder in Los Angeles. Mein Gott, wir sind ständig in Los Angeles. Das kann so nicht, das darf so nicht gut gehen. Nee, warte. Vorsicht! Vorsicht! Entschuldigung! Hoppala! Sorry. Was machen Sie denn da? Ja, das muss so. Es tut mir leid. Das ist, das Auto hat so ein gewisses Eigenleben. Das tut mir leid. Geht es Ihnen denn gut? Ich gebe Ihnen gleich mal Eigenleben. Eigenleben. Du gibst eine Eibe Leben. Ja, ja. Aber die, ein Baum, der lebt schon selbst. Der kann ja auch alleine. So, folgendes, Freunde. So, ich bremse mal hier. Richtig. Da habe ich gebremst. Tschüss, Laterne. Tschüss, Laterne. Ich bremse. Willst du jetzt auch eine Laterne runterschmeißen? Oh, der Bus und oh. Tschüss, Laterne. Ja, weiter. Ja, genau. Also, wir machen heute noch eine... Jetzt machen wir noch einen Flugdingen hier so. Und danach würde ich mal mit dem Navajo Trail Rally Raid liebäugeln. Ja, kann man mal machen so. Ne, würde ich sagen. Dann würde ich erstmal nach Amarillo und du kriegst ja sowieso eine Einladung, ne? Müsstest du eigentlich kriegen. Gut. Mir fällt gerade ein ganzer Löschzug weg. Der perfekte Ort, um eine wichtige Technik zu lernen. Höchst interessant. Dafür nimm einfach den Fuß vom Gas, um mehr Kontrolle zu gewinnen. Ja, bitte. Und auch wenn es nicht perfekt klappt, Moment. Baust du vielleicht keinen Unfall. Ui. Vielleicht. Warum bin ich nicht mit meinem Flugzeug hier? Das ist automatisch, wenn du da gleich reinfahren würdest, dann... Ja, jetzt bist du da, aber normalerweise werde ich sofort zu einem Flugzeug gemacht, dafür extra. Und spawne nicht mit meinem Auto da. Jetzt werde ich jetzt im Flugzeug gemacht. Wechsle zu Flugzeug. Vielleicht wegen Crew und so. Alter, wie das Ding so nach vorne schnellt, ne? Sobald man mal so ein bisschen Gas gibt. Sobald man es wagt, etwas Gas zu geben. Hui! Aber doch nicht. Jetzt gleich hui. Interessant, wie die Dinger nicht mal ineinander spawnen. Dein Design ist ein wenig. Wenn du fliegen kannst, beweis es jetzt. Dominierend. Tiefflug. Moin. Servus, grüezi und hallo. Hauptsache, er fliegt zum Baum. Ja, toll. Aufsetzen und durchstarten, danke. Ach, du hast Aufsetzen und durchstarten. Ich habe Looping fliegen. Ja, ich habe erst. Jetzt habe ich Aufsetzen. Och, jetzt hat er den scheiß Looping mal nicht gewertet. Diese fliege ich verschreckt direkt auf den Boden. Freestyle, wuhu! Hat er den Looping bei dir gewertet? Ja, ich habe mir angewöhnt, einfach sofort aus dem Looping rauszugehen. Ja, bringt bei mir gar nichts. Ha. Ich mache jetzt einen dritten Looping. Echt? Krass. Senkrechtflug. Ah, jetzt hat er. Ja, ich bin auch mal beim Freestyle. Außenlooping. Was für ein Flug. Ich muss das notieren. Sturzflug. Jawohl, ich liebe Sturzflüge. Wieso? Weil die so herrlich einfach sind. Nein, weil ich es liebe, mich dann aus dem Schlussflug so rauszureißen und dann so im letzten Moment quasi so vielleicht nur mit dem Rad über den Grund zu schrubbern, aber dann, weißt du, oh, ich liebe das einfach. Hoppala, das war jetzt ein bisschen zu viel. Beim Looping. Ja. Achtest du da immer genau auf deine Ausgangsposition? Ich achte darauf so ein bisschen, also einmal darauf, ja. Ich achte aber auch darauf, sobald sich meine Kamera wieder in die richtige Richtung dreht, dann ziehe ich eigentlich wieder hoch.
Ja, gerade, das ist klar. Ach so, tiefer. Oh, Kopfüberflug wollen sie haben, okay. Ah. Rolle ist ja nun mal leichteste Übung. Ja, das ist wohl richtig. Ja. Ja. Ist mal leichteste Übung. Zack, kaputt. Nicht am Baum. Fuck! Umgedrehter Tiefflug, toll. Ja, habe ich jetzt auch. Ich bin an einem Baum hängen geblieben, weil ich dachte, der. Da wäre der Moment noch, wo ich noch durchfliegen könnte. Jetzt wollt ihr wieder ein Looping haben. Ach, mein Gott. Was wollt ihr denn immer alles hier? Ja, ich bin schon wieder aufgesetzt. Das finde ich auch ziemlich doof gemacht. Die hätten einfach so eine normale Standardgrenze nehmen müssen. Für den Tiefflug, finde ich. Statt diese ganzen Gebirge damit einfließen zu lassen. Ja. Jetzt hat er mein Looping ausnahmsweise auch mal nicht gewertet. Zack, 2400 Punkte, fertig. Kein Ding. Meine oder meine Punkte? Weiß ich nicht. Boden. Windrad, 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 ich sollte aus dem Windpark raus. Da hinten ist Chicago oder was bist du da? Nee, Quatsch. Keine Ahnung. So. Wunderbärchen. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ich fliege gerade in deine Richtung. Du auch, wie ich sehe. Oh, das ist doof. Ja. Irgendwer von uns sollte umdrehen. Jetzt schnell, ziemlich schnell. Also irgendwer sollte. Ich dreh schon. Ich hasse dich. Oh, Alter. Oh! Das hättest du sehen müssen. Schade. So. Ui. Was ist denn heute los, ey? Was denn? Was hast du? Ja, ich weiß nicht, was die, ich weiß nicht, was die hier draußen machen, ey. Was die hier draußen? Wir sind gerade schon wieder Blaulicht unterwegs. Ach so, bei dir da zu Hause, okay. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwo Schlägerei oder Mord und Totschlag oder vielleicht hat, sah mir eher aus wie, keine Ahnung, Bude abgefackelt oder so. Hm. Steht denn, aua, steht denn Jan da noch? Ja, ja, hm. Lebt noch. Tja, weiß ich auch nicht. So, jetzt würde ich sagen, so ein bisschen Offroad-Action, ne? Jo, was hättenst du? Ja, da war Wahnsinn. den Satz eben einfacher gemacht, ne? Ja, ja, das hilft um ungemein. Ich hätte da folgendes. Ein Moment, bitte. Bleiben ja, Sie in der Leitung. Nein, Navajo Trail hätte ich da anzubieten. Flugzeug, das ist eine gute Idee, da könnte ich auch mal kurz gucken. Nur mal kurz. Wirklich. Flugzeug. Ja, Performance, da haben wir noch was. Wow. Ach doch. Gut. So, dann haben wir hier. Ja, rein damit. Ich sehe alles grün, also kommt's rein. Rollrate, naja, komm, ist, naja, ist okay. Rein. Und was haben wir hier noch? Ja, kommt rein. Ja, wunderbar. So. Dann haben wir das auch. Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Hey. Hätten wir, ach, guck mal, ein DS3 wollte schon sagen, ein C3. Ich wollte gerade am Start schauen, du. Ja, ich glaube, den werde ich mir auch holen. Ich glaube schon. Schneller. Da sitzt gerade ein riesen Vieh auf meinem Bildschirm. Huh. Nicht draufhauen, nicht draufhauen. Flatsch! Ja, das stört da aber, wenn man weiß, dass es da ist. Ja, dann mach es weg. Raschel. Ich versuche es mal gerade. Tu das. Tu dir nicht weh dabei. Ich trinke in der Zeit einfach mal was.
Ja. Der Grüne, ja. Von, der Grüne von, Topfer. Tag. Richtig. So, Viech ist weg. Sehr schön. Das Auto wollte ich gar nicht, ich wollte nur nicht mehr fliegen, damit die Welt mal still steht. Ja, aber ist ja eh egal, wir fahren ja jetzt. Siehst du, sag ich ja. Ja, und dazu werde ich jetzt einfach mal hier aus der Karte rausgehen und dahin. Wobei, kaufe ich den C3 jetzt, oder? Pass auf, ich kaufe den jetzt. Ja. Mhm. Und fahr dann damit das Rennen und guck mal, wie gut ich damit klarkomme. Ich gehe jetzt hier voll aufs Risiko, Alter. Voll auf Risiko, ey. Junge. Ich schwöre. So. DS. Franzose. Oh, jetzt sind wir in einem Ladebildschirm. Oh, ist das herrlich. Dieses Orange. Oh, mon ami. Neue Disziplin. Rallycross. Bling. Jawohl. Wieso Fahrzeug kaufen? Ich hab das Auto gekauft. Nee, hab ich doch noch nicht. Hä? Seid ihr doof? Welches Auto kaufen? Den C3. Seid ihr irgendwie doof? Na cool, dann gucken wir uns mal die anderen Rallye-Autos an. Ja gut, das ist jetzt ein Focus. Der ist ganz nett, aber es, ja, ne? Ja, Fair Lady brauchen wir jetzt nicht. Den Mini brauchen wir auch nicht. Ja, genau. Wir nehmen den Charger, ja. Was ich ehrlich gesagt sehr schön finde, ich meine, da in der gleichen Kategorie müssen auch Lancia drin sein. Ja, allerdings findest du die nicht mehr so schön, wenn du die Preise von den Dingern siehst. Ja, die sind schweinteuer. Ja, ich wollte nämlich das nochmal so, ach guck mal nach Rallye-Fahrzeugen, ach guck mal Lancia, und dachte mir so, okay, tschüss. Ach guck mal, ein Nissan 370Z, das erinnert mich so ein bisschen an ein gewisses Rennspiel. Ja, gut, dass die Zeiten vorbei sind. Er ist auch billiger als der C3. Er ist auch schlechter als der C3. Sicher? Ich hab grad geguckt. Ja, echt? Der C3 hat, 360. Müsste bei das RX sein. RX, ja, Höchstgeschwindigkeit 200, Leistung 380. Höchstgeschwindigkeit steht da nicht, Leistung 332. Und Leistungsstufe 112. Ach stimmt, die Leistungsstufe, genau. C3 ist ja, 127, ist, ja. Ist das gleiche, was ich vergleiche, ist das einzige, was ich vergleiche, so rum. Tja, ja, im Prinzip. Ein bisschen übertrieben mit den 350, 370Z, ne? Wir sind alles 370Z. Bei der 2 war es ein 350Z. Hier sind, boah Mann, was ist denn heute los? Hier sind es alles 370Z und das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guckst du bei Nissan gerade? Naja. Achso, wir sind in Rallycross, da brauche ich gar nicht gucken. Wer ist ja nur? Der. Nö, ich bin halt im Katalog drin. Ja, ich bin halt hier im Rallye-Dingen drin. Ja, komm, ich glaube dann. Der C3 ist so teuer. Verdammt. Ja, halt den Nissan. Willst auch mit klarkommen. Ich denke auch. Ich fahre den mal kurz. Nissan? Den Nissan, ja. Was ich geil finde, habe ich jetzt letztens schon gesagt in der Folge, bei dem Motorrad, wenn du ein Ego fährst, ne? Ja. Doch. Dass der. Oh, der gefällt mir. Dass der, sag mal schnell, dass das Lenkrad, der Lenker, das Lenkrad wollte ich schon sagen, dass der Lenker, nicht einfach nur so wie man das so kennt, so wie so ein Arcade Racer, ruhig ist, sondern der. Richtig am Wackeln ist. Also da haben sie auch auf Detail geachtet, weißt du?
Muss mal drauf achten, wenn du Motorrad fährst. Tue ich gerade. Ja. Ja, aber so ein bisschen hinterher, ne? Ja, genau. Okay, also ich muss sagen, der 350Z, der hat 6 Gänge, aber nutzen kann er dafür eigentlich nur wirklich, wenn überhaupt, 5. Im 6. wird er ziemlich tröge. Muss man da mal sozusagen. Jetzt mal nochmal. Nein. Ach, irgendwie beim Motorradfahren kriegen die es nie umgesetzt. Was denn? Egal welches Spiel du spielst, es ist nie so richtig ordentlich umgesetzt, dass du dich in die Kurven legst. Tja. So, C3. Lass mich dich doch nochmal fahren, bitte. Jetzt muss ich mal nochmal... Ach, leck mich am Arsch. Jetzt muss ich auch den mal kurz fahren. Einfach für den Vergleich. Was haben wir hier? Rally Raid. Wir reden hier von Rally Cross, ne? Ja. Nicht Raid. Oh toll, beim C3 steht es nicht mal runter, weil im C3. Okay, der C3 kackt aber auch schon relativ weit im, also im 5. ist der schon an seine Grenzen. Wenn er dann im 6. schaltet, kackt er genauso auf wie der 350Z. Okay. 140. Schneller ist er nicht im 6. Und das bei gerader Strecke. Auf was? Schotter. Also, ne? Hier Wüstenboden. Sand. Ja gut, bedenke, Rallycross könnte sein, dass da dann auch noch Asphalt drin ist. Naja, stimmt. Mir fehlt noch so 140, der C3. Hat im 6. 140 drauf. Du. Die Folge wird überlänger haben. Jo. Wir machen auf jeden Fall ein Race, machen wir noch und dann. Hat sich das. Pass auf, wir machen. Pat auf. Pass auf. Wir machen das einfach so. Also du mit hast dem, hier mit dem Nissan komme ich über 210 gerade. Du hast den C3 und ich hole mir jetzt einfach den Nissan. Ganz einfache Geschichte. Dann sehen wir. Ich werde dir garantiert nicht vorschreiben, welches Auto du dir dazu holen hast, aber hol dir den C3. Dann haben wir auch mal so einen kleinen Vergleich, würde ich sagen. In Grau gefällt er mir ganz gut eigentlich. Schön, das zweite Auto in Grau, meine Güte. Aber die anderen Farben, die sind so, Da finden wir noch was Besseres. Erstmal in Grau, Felgen kriegen wir keine anderen für 1600 Dollar. Wie heißen die hier? Bugs. Bugs, genau. Kaufen. Und weg ist das schöne Geld. Tschüss. Also ich weiß nicht, was du hast, aber ich komme mit beiden Autos ganz locker über 200. Bist du immer noch auf Automatik, ne? Mhm. Das kann gut sein, dass es daran lag. So, neue Rennen, aber das ist mir wurscht. Wir wollen jetzt das eine Rennen hier, Navojo Trail, da wollen wir hin. Du bist soweit? Ich bin soweit. Dann. Ich fahre mich gerade schon ein bisschen ein. Blitzweise. 221 schafft der C3. Okay. Ja, es wunderte mich schon. Ich dachte mir so, das kann ja nicht sein. So, da sind wir. Sieh dir das an. Nichts als Felsen und Sand. Soweit das Auge reicht. Die reinste Wildnis. Was ist das für eine Kacke? Ich warte auf Einladung. Ja, ich habe gerade noch. Ich höre mir immer das an, was die hier so zu sagen haben, weißt du? Zack, da ist es. Annehmen. Wett? Na toll. Wow. Wirklich, wow. Was hast du denn hier von Rennen ausgewählt? Ein beschissenes. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht fahren. Jetzt muss man es doch fahren. Ich könnte kotzen. Warum ist denn... Halt noch. Warum ist... Dann in der nächsten Folge eben fix das andere und gut. Warum ist denn der Buggy jetzt ausgewählt? Warum kann ich denn nicht den Mercedes fahren? Warum drückt mir das Spiel denn ständig diesen Buggy aufs Auge?
als würde ich den gerne fahren, weißt du? Ja, ich glaube, der Mercedes müsste dann auch als Favorit auslegen. Ja, ich glaube. Da ich frage mich, ob die Dinger alle wirklich besser aus dem Pushen kommen würden, wenn ich Automatik fahren würde. Ja, die Vorgabe ist weit hinter uns. Bäh. Weil im vierten dreht er extrem hoch und ist auf 170. Dann schalte ich in den fünften und da bleibt auf fucking 170 hängen. Ja, der Buggy ist dann nicht so optimal. Nee, ist echt so. Wie gesagt, mein Favorit ist das nicht. Sie haben es schön gemacht mit dem Einfedern und so, das sieht alles super toll aus, aber bringt halt, die Karre bringt halt einfach nichts. Sie ist einfach nur. Ich hab mich erfahren. Fuck. Danke. Ich hetze mich jetzt auch dafür. Weil ich die einfach hinterhergefallen bin. Wo geht's hin? Da oben lang. Ja, toll. Die Vorgabe ist an uns vorbei. Das ist ja erbärmlich. Beidseitig, weißt, meine was ich, ne? Erbärmlich ist? Dass wir nur noch, dass wir erst 40% haben und es wir trotzdem noch schaffen könnten? Nee. Weil ich das scheiß Rennen schon gefahren bin. Es ist natürlich, Ich hatte beim letzten Mal schon keine Übersicht, wo ich hin muss. Es passiert mir aber teilweise recht häufig, dass ich einfach nicht sehe, wo ich hin muss. Ich fahr links, du kannst ja auch so lang. Ja, ich fahr der Vorgabe hinterher. Ich bin an der Vorgabe dran. Komm schon, ich weiß, dass du das besser kannst. Hat mich tatsächlich einen Platz gekostet. What? Ich bin auf dem Stein. Ich bin auf dem ersten und bin jetzt so wahnsinnig ein fein Ego. Ja, aber du bist an der Vorgabe vorbei. Ja, noch. Ich gehe wieder aus der Cockpit-Sicht raus, das ist mir zu gefährlich. Das ist nämlich auch so ein. Links. Ja, ich sehe es. Oh Gott, fahr doch mal. Das ist so. Die Vorgabe. Nein, ach du bist das. Habe ich sogar vor Schreck vergessen zu schalten. Das ist traurig. Die Vorgabe, auch du bist der. Ja, aber Tatsache war es auch die Vorgabe, die war direkt hinter dir. Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, muss man einem Mercedes-Fahrer sagen, dass du gerade mit einem Peugeot verglichen hast. Oder gleichgestellt, Fileo. Aber ich bin besser als ziemlich gut. Hä? Du bist besser als ziemlich gut, du bist hinter uns beiden, also halt mal die Waffel, Junge. Was stimmt denn nicht mit dem? Ich sehe das Ziel. Ich auch. Ja, den Sprung hätte ich jetzt machen können, aber nicht. Ja, wenn ich jetzt anhalte. 12 Sekunden rüber. Ach ja, es geht ja sofort, weil ich gehe immer sofort vom Gas. Also ich habe eingeparkt. Echt? Versehentlich. Sag ich mal. Wo bist du denn? Wo ist mein Loot? Da ist mein Loot. Nee, hä? Irgendwo war mein Loot. Mein Loot ist weg, egal. Wo bist du denn? Hier. Oh. Ich sehe es irgendwie davor. Ja, du siehst so aus, als gehörst du dahin. Das ist richtig. Ja, komm, bevor sich meine Beute alleine fühlt. Komm. Da oben liegt sie rum. Zack, eingesammelt. Also ich glaube, wir dürften jetzt schon mal überlänger sein, ne? Ja, so 4 Minuten oder so. Ja, das hat sich ja gelohnt, den C3 zu kaufen. Ne, Nissan zu kaufen. Den ja, machen wir in der nächsten Folge. Den wähle ich jetzt aber trotzdem mal aus. Wo ist er denn? Da ist er. Ne, das ist der Mercedes. Da. Wo du bist. Ich bin ein paar hundert Meter weiter. Hui. Hier. Ja, warte. Warten Sie auf mir. Ich warte. Schöne Performance-Teile hier, ey. Mann. Na. Hui.
Boom, kaputt. Ja. Interessant finde ich, dass du richtig Flutlicht dran hast und ich nicht. Das stimmt. Aber, ich glaube... Oh doch, geht tatsächlich alles an. Ja, das war wie bei dem Monster Truck Fan, ne? Dieser kleine stimmt. Detailverliebtheit. Das stimmt wohl wieder, ja. Könnten wir eigentlich noch so eben so Detailverliebtheit gerade mal reinschmeißen, oder? Du willst doch nur dein dickes Ding zeigen. Nein, ich will deinen Zuschauern dein so dickes Ding kleine, zeigen. Nein, so kleine Sachen zeigen, wo Ubisoft halt doch drauf geachtet hat, auch wenn nicht auf alles. Ja, was willst du denn jetzt noch machen, Alter? Wir haben schon genug Überlänge hier. Nein, ich meine nur eben Monster Truck rausholen und da dann eben zeigen, was da, also eben das auch mit dem Licht und das. Ja, in der ganzen Zeit hättest du schon dreimal machen können. Nö, ne? Also, ja. Nee, ist klar. Du willst doch nur hier, willst doch nur da und dann bin ich schuld. Ja, aber na sicher doch. So, wo bist du? Da bist du. So. Kann man das sehen? Das kann man sehen. Kann man das? Warte. So, tut man das sehen. So, achtet mal auf die Drosselklappe. Also auf diese kleinen orangenen Dinger oben an der Luftschutze. Die gehen nämlich sehr schön synchron mit dem Motor, mit der Motordrehzahl mit. Ich muss gerade überlegen, was ich sage. Also, gab der Mechatroniker, aber muss überlegen, was er sagt. Ja, immer. dieses kleine Detail kenne ich tatsächlich nur aus Mafia 2. Also, schon aus einem sehr, sehr alten Spiel. Das hat aber GTA auch, meine ich. Nein. Selbst in der Next-Gen-Version und so? Doch. GTA 5 hat es definitiv nicht. Ah, okay. Kannst du mal sehen, Ich glaube, Vice City hat es noch. Vice City, genau, richtig. Ich glaube, in Vice City war es drin, aber in GTA 5 haben sie es leider nicht mehr drin. Ah ja. Ja, und wenn du Licht anmachst, wenn du hupst so. Quasi... Ja, ist ja das gleiche jetzt wie beim Nissan, geht halt alles an, ne? Ja, da ist halt ein bisschen Disco da angesagt. Boah, die Hupe ist süß. Die Hupe ist knuffig für das Auto, ja. Guck mal, hör dir mal, warte mal, komm mal hier hin. Hup mal. Jetzt hup ich mal. Hupst du? Ja. Ich höre nix. Bei mir hat man's gehört. Also auch dein Hupen. Ein bisschen weit leiser, aber man hört. Naja, aber jetzt mal. Nee, meine Hupe ist wirklich so laut. Oh. Also so leise. Super Sache. So, aber ich höre sie nicht, wenn ich Motor hochdrehe. Jetzt mal Tacheles. Wir haben hier jetzt aber ganz schön arg Überlänge. Überlänge. Tschüss. Macht es gut, liebe Freunde, und denkt dran, immer schön Popo abwischen. So, bis dahin, macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.